Starke Winde und Regenfälle haben am Mittwoch an der Ostküste Indiens gewütet. Vorboten des Zyklons Yaas, der im Verlauf des Tages auf Land traf. Die Behörden hatten zuvor mehr als 1 Million Menschen evakuiert. Zehntausende Gebäude wurden zerstört, vor allem im Bundesstaat Westbengalen. Wirbelstürme in der Bucht von Bengalen sind zu dieser Jahreszeit keine Seltenheit. Wenn sie auf Land treffen, bringen sie Tod und Zerstörung in die Küstengebiete, sowohl in Indien als auch im benachbarten Bangladesch.